sind je 15 Punkte. 460, 470 und 30 ist 500. Ich habe wieder gewonnen. Ich will dieses dumme Spiel nicht mehr spielen. Hier sind sowieso kaum Tiere, bloß immer so blöde Gebäude. Dann zähl doch Fahnen. Die bringen 15 und es gibt eine Menge. Das ist unfair. Golfkursfahren darfst du nicht mitzählen. Daddy, Golfkursfahren zählen doch nicht mit, oder? Nach den internationalen Spielregeln muss der Fahrer unparteiisch bleiben. Feigling. TRF Corporation Microchip International. Mann, das klingt wie ein Himmel für Computer. Computer kommen aber nicht in den Himmel. Was versteht so ein blödes Mädchen schon von Computern? Du sollst sowas nicht zu deiner Schwester sagen, Robbie. Sie will ja bloß genauso sein wie du, weil sie dich liebt. Stimmt ja gar nicht. Matt, ich kann kaum glauben, dass es wahr ist. Leiter der Sonderprojektabteilung. Und ich kann kaum glauben, dass ich in eine Firma eintrete. Es wird dir dort sicher gut gehen. Die brauchen frisches Blut. Es tut dir doch nicht etwa leid, oder? Nein, es tut mir nur leid, dass es so viele magere Jahre gab. Wie vertane Zeit. Mit verdammt harten Wintern bis zum Ellbogen im Schnee. So mager waren die Jahre auch wieder nicht. Doch, das waren sie, das waren sie. Wird Zeit, dass wir winzlos das gute Leben kennenlernen, ne? Ja. Ich fand den Schnee schön. Du musstest ihn ja nicht wegschaufeln. Seht mal, Kinder, in dem Gebäude wird euer Vater arbeiten. Ich mag auch das Gebäude nicht, wo du arbeiten wirst. Und warum nicht? Weil ich die Leute nicht sehen kann, die da drin sind. Wir sind da. Na, was meint ihr? Ich kann es kaum erwarten, es mir anzusehen. Das ist unser neues Zuhause, Schatz. Gefällt mir. Es ist wunderschön. Ich wusste, dass es euch gefallen wird. Komm, Herbert, ich lauf schon vor, ja? Wartet, bis ihr erst den Garten seht. Ein riesiger Garten mit viel Gras. Komm endlich, Daddy. Bleibt ihr denn? Es ist sogar noch viel schöner, als ich es in Erinnerung hatte. Und es gehört ganz allein uns. Mitsamt den Hypothekenabzahlungen. Hey, Chrissy, warte auf mich. Also? Ja? Besser spät als nie. Haben Sie schon mal so eine fantastische Küche gesehen? Ich werde dir das beste Essen machen, das du je gekriegt hast. Das klingt ja... Und wo soll das hin? Oh, das Vorsicht, Vorsicht, geben Sie her. Sie haben da das 21. Jahrhundert in den Händen. Augenblick mal, langsam. Was ist? Albert, geh runter von dem Sessel. Matt, ich möchte, dass du deine ganzen Computersachen und Erfindungen an deinen neuen Arbeitsplatz schaffst. Aber das ist sowas wie mein Kind. Es gehört einfach zur Familie. Das ist mir völlig egal. Ich möchte, dass dies hier ein Zuhause für uns wird, nicht ein Labor. Weil ich dich so liebe, werde ich Folgendes tun. Ich werde es tatsächlich mitnehmen. Tolle Idee. Was hast denn da? Ist das ein Spiel? Nein, Inventur. Wenn ihr was von meinen Sachen verliert, weiß ich es sofort. Hey, wir verlieren doch nichts. Ach ja, ein Schokoriegel fehlt bereits. Also, sieh dich mal um. Könnte ja irgendwo rumliegen. Diese heutige Jugend. Ich weiß nicht. Danke. Kannst auch nicht schlafen in diesem Haus, aber du musst dich dran gewöhnen. Here we sit like birds in the wilderness, birds in the wilderness, birds in the wilderness. Here we sit like birds in the wilderness, waiting to be said. Ah, das muss endlich der Pizzamann sein. Das glaube ich nicht. Der Pizzamann würde sicher an die Vordertür kommen. Ich weiß, vielleicht ist es ein Zombie. Mami! Na, 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 na. Ich gebe dir gleich eins auf deinen Hintern, du alter Hanswurst, du. Das klingt ganz nach einer Aufgabe für den Haushaltsvorstand. Willst du nachsehen, Pitt? Aber ich denke nicht daran.
Hier drüben. Zombies. Da gibt's keinen Zweifel. Die machen immer sowas, wenn sie kommen. Komm, Robbie, hör endlich auf. Was ist das denn? Oh. Ah, hey, Tante, alte Frau! Ihr seid das! Hallo? Hallo! Ist das etwa Jenny? Ui, ist der schlau! Ich hab hier einen schönen Scheck eingejagt, nicht? Mann, und ihr seid und ihr seid drauf reingefallen! So, und hier haben wir eine Kleinigkeit zu essen für euch. Die erste Portion haben wir umsonst gekriegt. Könnt ihr ja versuchen. Du hast dich kaum verändert seit dem College. Immer noch dieser primitive Taktlose. Oh. Aber wenigstens haben wir das hier als Entschädigung für euren Besuch. Hier, Kinder, es gibt das umsonst. Greift zu. Bedient euch. Die Masken waren Toms Idee, nicht meine. Die sind nämlich für den großen Maskenball Ende des Monats im Club. Da wollt ihr hin? Mhm. Doch erstmal willkommen im Paradies. Ich zeig dir mein Zimmer. Oh ja. Lass uns Wein holen. Ich zeig dir meine Küche. Hm? Okay. Klar. Oh. Ich find's so prima, dass es geklappt hat, dass du herziehst. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich drüber freue. Ich hab's ja dir zu verdanken, dass sie mich genommen haben. Ganz und gar nicht. Deine Erfindung hat sich rumgesprochen. Als die Firma davon hörte, wollten sie dich sofort haben für dieses Projekt. Mhm. Du brillantes, treuloses, unpatentiertes Genie, du. Vermutlich zu Recht. Die hatten von meinen Sensoren gehört, stimmt's? Das haben sie sicher. Und ich will dir mal was sagen. Mit einer großen Firma wie dieser hinter dir hast du die besten Möglichkeiten. Ja. Und ich verkaufe es. Denn du bist gut, ich bin gut, also verkaufe ich den Umro Uno hier. Musik zur Feier des Tages. Was haltet ihr davon? Ja, genau, früher in alten Zeiten. Patricia, die unermüdliche Pianistin. Wisst ihr noch, wie wir immer zu diesem furchtbaren Piano im Studentenheim gesungen haben? Ja, erinnert ihr euch? Ist das dasselbe? Nein, bloß genauso billig. Es ist nur ein wenig verstimmt, aber nur ganz wenig. Kein Problem. Die Zeiten der verstimmten Klaviere und der schäbigen Möbel sind vorüber für euch. Also nehmt's leicht. Auf unsere Freundschaft. Auf den Erfolg. Cheers. Die Zeiten der verstimmten Klaviere und schäbigen Möbel sind vorüber, Matt. Mark, sagte der Papagei, nachdem endlich Land in Sicht war und sie lebten noch viele Jahre in Glück und Frieden und kauften sich eine Eigentumswohnung in Miami Beach. Ach, Daddy. Oh, Daddy, hast ja recht. Etwas Schlaf hierhin und etwas Schlaf dorthin. Komm, gib mir einen Kuss. Und jetzt musst du aber schön brav schlafen, mein kleiner Schatz, ja? Klar. Gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Wer siegt? Die Plasmakämpfer haben 3 Soldaten von mir abgeschossen. Dafür habe ich gerade ihr Mutterschiff in den Hyperraum gepustet. Gut, wenn du die Galaxis gerettet hast, kannst du ja endlich schlafen, nicht wahr? Mach ich. Wenn ich die Galaxis gerettet habe, wie kommt es dann, dass ich nicht zu der Halloween-Party gehen darf? Wer sagt denn, dass du es nicht darfst? Jimmy hat gesagt, da dürfen nur Mitglieder hin. Die ist in so einem blöden Club. Sind sie Clubmitglieder? Sie werden es. Er sagt, dass absolut jeder hier entweder Mitglied im Club ist oder versucht, Mitglied zu werden. Mhm. Und wie findest du das? Ich finde, Jimmy ist ein Idiot. Bewahr dir diesen unabhängigen Geist. Er ist eine deiner besten Eigenschaften. Schlaf gut. Willkommen, Kommandant der Erdstreitkräfte. Warnung, Angreifer nähern sich ihrer Galaxis. Hallo, Schatz. Was machen die Kinder? Den Kindern geht's gut.
Das Haus ist gut. Dem Hund geht's gut. Einfach alles ist gut. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie sehr ich dich liebe? Mir ist es, als hätte ich dich seit Jahren nicht mehr gesehen. Die Kinder. Schlafen wie ein Säugling. Matt Winslow, das ist Larry Ferris. Freut mich. Larry ist mein Bürger für Steaming Springs. Du weißt ja, für den Club. Oh ja, Tom hat mir schon eine Menge darüber erzählt. Naja, manchmal spricht Peterson, bevor er denkt. Micro Digitech wird es umgekehrt lieber sehen. Willkommen an Bord. Danke. Freund Ferris strahlt eine Wärme aus wie ein Reptil. Er ist ein netter Kerl, wenn man ihn kennt. Wahrscheinlich war er genervt, weil er in meiner alten Kiste mitfahren musste. Fahrt ihr nicht immer gemeinsam? Mit Ferris? Oh nein, er ist mein Chef. Ich glaube, weißt du, er war vermutlich etwas gereizt, weil, verstehst du, er muss gestorben sein in meiner Schrottkiste. Grace Henderson, das ist aus meiner Studentenverbindung Matt Winslow. Hallo. Freut mich sehr, Mr. Winslow. Matt genügt. Ich habe bereits ein Terminal für Sie bereitgestellt, auf Ihrem Tisch. Oh, danke. Diese Frau ist eine Spitzenkraft. Also, das hier ist mein Büro. Glaub mir, da gibt's nicht sehr viel zu sehen. Deshalb gehen wir gleich zu deinem weiter. Das ist hier. Ja. Gleich nebenan. Aha. Nicht übel für den Anfang, ha? Nicht übel. Und nun sehen wir mal nach deinem Kind. Okay. Angeblich soll der erste Mensch zur Venus fliegen innerhalb der nächsten 3 Jahre. Und wenn er dann mal dort ankommt, wird er einen Anzug anhaben von Micro Digitech, der von dir, mein Freund, perfektioniert wurde. Wie gefällt's dir? Oh, es ist sehr interessant. Würde ich auch sagen. Wenn er dann zur Venus kommt, wird das ganz schön heiß haben. Und wir wollen nicht, dass er sich in ein Pommes frites verwandelt. So, jetzt pass auf. Wir sind soweit. Ach ja? Pass auf. Darf er ausfahren? Energie an. Oh, das schmerzt, das schmerzt. Nichts kann sich dem in den Weg stellen. Bis es hin ist. Passen Sie auf. Sag mal, wie magst du deine Steaks? Verkohlt oder ganz vernichtet? Doch lieber Medium. Lassen Sie mich. Los, na mach schon. Na, ist das nun ein Raumanzug oder nicht? Ist nicht übel. Er ist der Beste. Da gibt's keinen Zweifel. Systeme habt ihr bis jetzt eingebaut? Also, im Anzug haben wir Funkgerät, Waffen, Sauerstoff, alles um den Träger am Leben zu halten. Du musst ihm dann den letzten Schliff geben. Ja, noch einen Bordcomputer, an dem meine Sensoren hängen. Genau, wir wollen, dass dieser Anzug vollkommen unabhängig funktioniert. Wir wollen, dass er denkt. Der Träger soll wie ein Pilot sein, nicht wie in eine Wurstfalle gestopft. Gib meinem Team 2 Wochen und der Anzug wird denken. Er wird seinen Träger informieren über alles Lebensbedrohende um ihn herum. Automatisch. Über Temperatur, Atmosphäre und sogar über fremde Lebewesen. Sogar über fremde Lebewesen? Du meinst, er wird spüren können, ob da ein außermenschliches Wesen ist? Mein Freund, wir werden einen Anzug bauen für das 21. Jahrhundert. Ich meine, das 20. ist ja bald vorbei, stimmt's? Allerdings. Weißt du, Mary hat mir diesen tollen neuen Möbelladen gezeigt. Kannst du dir vorstellen, wie es hier aussehen würde, wenn es komplett neu eingerichtet wäre? Chrissy, komm runter zum Frühstücken! Naja, die Couch können wir neu beziehen, wenn du meinst, dass wir uns keine neue leisten können. Hörst du überhaupt zu? Hm. Matt! Dann lies es mir von den Lippen ab. Hier sieht es aus wie in einer Studentenbude.
Ja, ich weiß, ist toll, ne? Freundlich. Ich möchte das Haus neu einrichten. Ich möchte, dass es hier hübsch wird und nach was aussieht. Wir sind inzwischen erwachsen. Du bist bei einer großen Firma tätig. Ich bin die Frau einer Führungskraft. Möchtest du erleben, dass wenn unsere Kinder Freunde mitbringen, die über unser Haus lachen? Vergiss das. Ich finde, die Kinder als Argument zu nehmen, ist unter deiner Würde. Ist es dir etwa peinlich, deine Freunde zu uns zu holen, Robbie? Welche Freunde? Wie geht's eigentlich in der Schule? Seine erste Mathearbeit ging daneben. Du hast deine Mathearbeit versaut? Kann ja nicht dauernd in Höchstform sein. Hallo Jimmy, komm rein. Danke. Ist deine Mutter auch mit? Nein, sie ist im Club. Morgen werden wir alle aufgenommen. Und Dad und Mom sind dort, um was zu unterschreiben oder so. Wie schön für euch. Hallo? Hallo. Hallo. Das ist Billy Ferries. Dein Dad arbeitet für seinen Dad. Ich habe ihn von deinem Computer und so erzählt. Hallo. Hast du da Astrobomber? Ja, na klar. Ich setze einen 20er drauf, dass du verlierst. Ich wette nicht mehr um Geld, aber ich wette dieses Haus, dass du voll heißer Luft bist. Komm mit. Das ist mein Sohn. Eure Möbel sind ganz schön schäbig. Sehen wir uns nach neuen Möbeln um. Oh, Matt. Ich liebe dich. Ja, ich weiß. Ein Mutterschiff wurde in den Hyperraum gesprengt. Hey, was fällt dir ein? Niemand besiegt mich. Niemand. Kuchen holen gehen? Klar. Gehen wir ins Kuchen holen. Ich habe schon Steine gehört, die lauter sind als ihr in letzter Zeit. Wir sprechen bloß deshalb nicht, weil Billy Ferris... Billy Ferris was getan hat? Ach, gar nichts, Mom. Verflucht! Alles in Ordnung. Alles wohl auf? Ja. Keiner verletzt, hä? Ist nichts passiert, Matt. Sind Sie wahnsinnig? Wollen Sie uns umbringen? Ich habe zwei kleine Kinder im Wagen. Es tut mir ganz furchtbar leid. Nur weil ich es so eilig hatte. Es ist allein meine Schuld. Ja, Sie sind schuld und deshalb möchte ich Ihre Versicherungsnummer. Ich würde Ihnen gern diesen Gefallen tun, Matthew. Aber ich habe es doch so eilig. Chrissy und Robbie sind nicht verletzt, oder? Und Patricia? Ja, denen fehlt nichts, aber... Tom Peterson hat mir schon viel von Ihnen erzählt und auch von Ihrer Familie. Vielleicht möchten Sie mich bald mal besuchen, im Club. Ich weiß ja nicht mal, wer Sie sind. Jessica Jones. Ich bin die Clubleiterin. Das ist wirklich nett, Miss Jones. Trotzdem möchte ich Ihre Versicherungsnummer haben. Das dürfte kaum notwendig sein, Mr. Winslow. Miss Jones ist in Eile. Ja. Ich kann nur sagen, bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Unannehmlichkeiten? Ja, und mein Wagen? Für Sie mag er nichts wert sein, aber er ist der einzige Wagen, den ich habe. Er muss vorne neu lackiert werden. Es wird alles zu Ihrer vollsten Zufriedenheit erledigt. Aber jetzt gehen Sie lieber zu Ihrer Familie. Ich fahre seit 20 Jahren, aber ich habe noch nie erlebt, dass ein Unfall so geregelt wurde. Monsieur. Ich darf Sie doch so nennen, oder? Das dürfen Sie nicht, klar. Wir sind eine kleine, zusammengehörige und wie wir meinen, freundliche Gemeinde. Und eben darum regeln wir manche Dinge etwas anders. Sie verstehen doch, worauf ich hinaus will, Matt. Ja, natürlich. Und das gefällt mir nicht. Komm, Matt, lass uns weiterfahren. Es ist ja nichts gewesen. Hallo, Kinder. Gefällt es euch hier? Mrs. Winslow, fahren Sie vorsichtig, Matt.
Ihr werdet nun in den geheimen Kreis aufgenommen. Und mit diesem symbolischen Eintritt in unsere alte Quelle werdet ihr für immer auf euer bisheriges Leben verzichten, um euch einzufügen und unterzuordnen, dem exklusiven und fürsorglichen Schutz des Clubs. Wollt ihr alles aufgeben für den Club? Ja. Ja. Geht jetzt hinein in die Quelle, um endlich ihre Kraft zu spüren. Na los, setzen Sie ihn auf. Läuft alles? Oh ja. Zunächst die Temperatursensoren. -21 °C. Oder 70 °F. Zimmertemperatur. Gut. Achtung. Visieren Sie die Flamme an. Durch die Mitte des Visierfeldes. 926 °C. 1700 °F. Mittlere Flammentemperatur. Vortrefflich. Jetzt gehen wir aufs Ganze. Rübergucken. Nicht mogeln. Fertig? Mensch, irdisch, freundlich, Wahnsinn, es funktioniert! Augenblick, warten Sie, warten Sie! Fertig? Nicht menschlich, irdisch, freundlich! Er fühlt die Aura sozusagen. Der Gipfel wäre, wenn es klappt, bei feindlichen außerirdischen Lebensformen. Wie wollen Sie das rausfinden? Tja, ich füttere den Computer mit Daten, die anders sind als die allerbekannten Lebensformen auf der Erde. Wenn das geschafft ist, werden wir sehen, wie der Helm darauf reagiert. Mit Winslow. Geben Sie mir den Sicherheitsdienst. Ja, entschuldigen Sie bitte. Es war ein Fehlalarm. Grace, Sie sind hier sicher unbefugt. Wenn man Sie hier findet, wird man Sie einlochen. Wenn Sie meinen, dass Sie mich einsperren sollten, dann kann ich das verstehen. Tun Sie einfach, was Ihnen Ihr Gewissen sagt. Das sind ja Personaldaten. Ich habe was gefunden, Matt, und möchte, dass Sie es lesen. Matt Winslow? Matt Winslow, sind Sie hier irgendwo? Hallo. Ich bin Harry Thompson, Direktor dieser Firma. Guten Tag. Winslow, kommen Sie bitte mit. Ich will Sie mit jemandem bekannt machen. Jessica, erlaube mir dir vorzustellen, Matt Winslow. Das ist Miss Jones vom Steaming Springs Country Club. Hallo. Hallo, nochmals. Offenbar kennen Sie sich. Ach, wir sind uns so ein, zweimal auf der Straße begegnet. Sie sind genau der Typ, der Ihrem Club beitreten sollte. Ich habe Großartiges über Sie gehört. Danke, sehr nett. Ich dachte mir, vielleicht lassen Sie Miss Jones einen Blick in Ihr Labor werfen. Tja, es ist nur so, das ist alles streng geheim. Ach was, Miss Jones gehört zur Familie. Führen Sie sie herum. Und danach kommen Sie in mein Büro. In Ordnung. Hier entlang. Ja.
Dies ist der Hauptcomputer für die Tests, womit wir wieder beim Anzug wären. Er wird vollautomatisiert sein, feuerbeständig, durch nichts ersetzbar und außerdem folgende Fähigkeiten. Haben Sie mal Sport getrieben? Was? Sport. Ja, Rudern. Dieser Helm ist... Das dachte ich mir. Man sieht es daran, wie Ihre Muskulatur entwickelt ist. Sie sind schlank und doch sehr stark. Sie sollten wirklich in unseren Club, Matthew. Alle erdenklichen Trainingsmaschinen und eine ganze Reihe von Annehmlichkeiten. Und wichtige Leute. Auf dem Weg nach oben. Wie Sie ja auch. Ich bin nur kein besonders geselliger Typ. Gewisse Dinge können Ihnen mehr nützen, als Sie denken. Ich werde mal darüber nachdenken. Hier entlang, bitte. Können Sie mir bitte folgen? Wo ist Tom? In seinem Büro. Ach ja? Sein Büro ist ausgeräumt, ist ganz leer. Sein Büro ist Zimmer 3. Da, wo die Führungskräfte sitzen. Bin gleich wieder da. Matt, was ich noch sagen wollte. Danke. Schon gut. Also, wessen Büro ist das? Ist das dein Büro? Du bist befördert worden? Tom, du bist befördert worden! Freust du dich denn gar nicht? Doch und ob. Wir haben auch lang genug dazu gebraucht. Was? Ich dachte, du würdest vor Freude auf dem Kronleuchter schaukeln. Ja, das würde ich ja, aber sieh mal, wir haben bloß diese indirekte Beleuchtung. Einfach toll. Also... Was ist damit? Habe ich denn okay? Für was? Als dein Bürger für den Club. Ach, nein. Ich bin drin. Ich weiß nicht, was ich da soll. Ich kann dich reinbringen. Ich stehe sehr gut mit Miss Jones. Ja, und sie scheint mit sehr vielen gut zu stehen. Thompson, unser Direktor, ließ mich hier unseren eigentlich streng geheimen Anzug zeigen. Da siehst du, was ich meine. Ja. Wenn du erst im Club bist, sitzt du Schulter an Schulter mit absoluten Spitzenleuten. Ja, Tom, ich bin dir für deine Bemühungen dankbar, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das Richtige für mich ist. Es wäre toll für die Kinder, bester gesellschaftlicher Kontakt für Patricia und es wäre fantastisch für dich. Bevor du hier wirklich weiterkommst, musst du die Spielregeln lernen. Du musst einfach über ein paar Leichen gehen. Pflege Kontakt mit Top-Leuten und zwar im Club. So läuft das nun mal im Leben. Vielleicht in deinem Leben, nicht in meinem. Sieh mal, ich schätze deinen Rat und wie du dich einsetzt für mich. Ich muss jetzt gehen. Das Programm für den Anzug. Hör doch mal, Matt. Seltsam, Kumpel. Ich kann es kaum glauben. Einfach toll. Nochmals, ich gratuliere. Möchte ich wetten. Schöner Anzug. Klingt aber schön. Oh, danke, ja. Der Klavierstimmer war da. Bist du sicher, dass es dir nicht zu viel wird? Ganz bestimmt nicht. Gut. Ja. Freust du dich schon darauf, bei mir zu übernachten? Ja. Fein. Kinder, Janie, Jimmy und Billy sind da. Komm doch rein. Geh drauf. Danke, das ist furchtbar lieb von dir. Selbstverständlich, das mache ich gern. Mary! Ist das ein neuer Wagen? Hübsch, nicht wahr? Oh ja! Tom hat ihn mir geschenkt, nur ein kleiner Flitzer zum Rumfahren. Nur ein kleiner Flitzer? Soll das ein Witz sein? Das ist doch kein kleiner Flitzer. Fabelhaft. Tja, ich muss jetzt wieder los. Oh, ich wünschte, du wärst auch dabei. Bei den Clubpartys gibt es immer so viel Spaß. Jeder, der wer ist, kommt dorthin.
Oh, du weißt, was ich meine. Ich wünschte nur, Matt wäre nicht so dickköpfig. Wiedersehen. Die letzten 10 Jahre hatten wir es nicht leicht, Matt. Und jetzt will ich meinen Teil vom Kuchen. Und wenn der Club uns dazu verhelfen kann, sehe ich nicht ein, was daran wohl so schlimm ist. Ich finde es nicht ungehörig, etwas zu wollen, das wir verdienen. Was heißt hier, dass wir verdienen? Ich will dir sagen, wie mir das vorkommt. In meiner Firma übertrumpft einer den anderen, geht über Leichen. Dieser verdammte Club ist das Einzige, worüber sie reden. Ich finde das etwas beängstigend. Ich habe geradezu Angst. Ich bilde mir das nicht ein. Vielleicht hast du wirklich Angst. Angst vor dem Erfolg. Matt! Billy, du solltest dir so etwas nicht ansehen. Davon bekommt man Albträume. Das sollten Sie lieber nicht tun. Geh ins Bett. Ich sagte, geh ins Bett. Ich meine das ernst. Wow! Haben Sie einen Schreck bekommen, Mr. Winslow? Ich meine euch alle, geht schon. Geht ins Bett und zwar sofort. Sind die Ausdrucke da? Guten Morgen, Mr. Winslow. Ich bin Tracy Winters. Wo ist Mrs. Henderson? Mr. Thompson persönlich hat sie entlassen. Ich habe schon alles vorbereitet für Ihre Sitzung um 11 Uhr und die neuesten Daten werden Sie bis 3 auf Ihren Schreibtisch haben. Ja, aber was ist mit Mrs. Henderson geschehen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber wenn Mr. Thompson etwas tut, dann hat er immer seine guten Gründe dafür. Und es ist endgültig. Ich verstehe, was Sie empfinden, Winslow, aber Mrs. Henderson war einfach nicht aus dem richtigen Holz für unsere Firma. Holz? Worüber reden wir eigentlich? Über Bäume oder über Menschen? Außerdem war Ihre Loyalität zweifelhaft. Hier bei Micro Digitech verlangen wir absolute Loyalität. Loyalität? Sie war die beste Sekretärin, und die ich je hatte! Und wenn eine Entscheidung gefallen ist, muss ein Mitarbeiter seine persönlichen Gefühle wegstecken und sich zusammenreißen. Es wäre doch ein Jammer, die gute Arbeit aufs Spiel zu setzen, die Sie hier für uns leisten. So, jetzt reicht es. Sie brauchen nicht wütend zu werden. Ich bin sicher, dass wir zu einem guten Kompromiss finden werden. Wenn Sie in 2 Wochen noch derselben Meinung sind, bekommen Sie Mrs. Henderson wieder. Ist das ein Vorschlag? Na schön. In 2 Wochen. Gut, gut. Wo wir nun das ausgeräumt haben, Tom Peterson hat mir gesagt, dass Sie Mitglied werden wollen. Im Steaming Springs. Das will ich. Fantastisch.
Einfach fantastisch. Ich freue mich darauf, dass Sie bald einer von uns werden. Der Club ist etwas Besonderes. Etwas ganz Besonderes. Arbeiten Sie weiterhin gut. Also, hier gibt's einen Weltklasse-Golfkurs, Landschaftsgärten, einen Reitstall da hinten und natürlich auch Tennisplätze und eine wunderbare Aussicht, wohin man auch sieht. Ach, wirklich, Tom? Nur damit ihr euch ein Bild machen könnt. Auch wenn ich kaufmännischer Geschäftsführer bin, weiß ich nicht, was an euch beiden in mir den Verkäufer zum Vorschein bringt. Ich weiß es nicht. Komm, was sagst du dazu? Ich sehe kein Basketballfeld. Ach, würdest du mir bitte was nur was ist da drin, Tom? Oh, hier drüben vielleicht haben wir... Vielleicht kann ich Ihnen da weiterhelfen. Du kennst wohl schon Miss Jones. Ja. Das ist Patricia Winslow, Jessica Jones. Matt, schön, Sie wiederzusehen. Hallo, Patricia. Guten Tag. Also, ich muss schon sagen, Ihr Kleid gefällt mir sehr. Der Schnitt und die Farbe sind wie geschaffen für Sie. Danke, Miss Jones. Falls wir Freunde werden wollen, und ich hoffe aufrichtig, dass wir es werden, müssen Sie mich auch Jessica nennen. Ab sofort. Kommen Sie, ich führe Sie herum. Das ist ungewöhnlich, sonst darf Sie niemand beim Vornamen nennen. Ihr seid so gut wie drin. Na los, geht zu. Hey. Und hier halte ich mich am liebsten auf. Unsere Mitglieder werden ermutigt, eifrig zu trainieren, fit zu bleiben und nicht einzurosten. Aber Sie wissen ja selbst, wie wichtig das ist, nicht wahr? Hallo, Elizabeth, wie geht's? Frank Stepson, Direktor von CD Computers. Das ist Matt Winslow, Micro Digitech. Hallo. Hallo. Sobald Sie hier an Bord geklettert sind, möchte ich mit Ihnen über den Anzug sprechen, an dem Sie arbeiten. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Wir sind hier wie eine große Familie. Es spricht sich sofort herum, wenn jemand Mitglied werden will. Unter den höchsten Tieren. Und wenn Sie die Probezeit hinter sich haben, in der wir Sie kennenlernen und Sie uns, dann ist die eigentliche Aufnahme eine reine Formalität. Wie lange würde es denn bis dahin dauern? 4 Wochen, vielleicht auch nur 3. Kommt ganz drauf an, wie schnell Sie sich eingewöhnen. Ist aber sicher kein Problem. Wirklich nett, dass Sie das sagen. Wäre das nicht toll, Matt? Ja. Wenn jedoch Robbie und Chrissy an unserem jährlichen Halloween-Ball teilnehmen wollen, wie alle ihre Freunde, dann müssen sie natürlich bis dahin als Mitglieder aufgenommen sein. Ach, jetzt verstehe ich, warum die Kinder in der Nachbarschaft sie so terrorisiert haben. Wenn Sie mir bitte folgen wollen, zeige ich Ihnen oben die offiziellen Räumlichkeiten. Sie scheinen sich verlaufen zu haben, Matthew. Ich dachte, ich hörte jemanden schreien, und zwar um Hilfe. Vermutlich hat auch jemand geschrien. In Ekstase. Manche Dinge sind eben wirklich sehr angenehm. Nein, es war mehr wie... Sie machen sich nicht sehr viel aus Geld, wie ich gemerkt habe. Sie machen sich was aus Macht. Und sie machen sich was aus Vergnügen, nicht wahr? Ich... Vertrauen Sie mir. Ich mag Sie. Matthew. Und ich
werde persönlich dafür sorgen, dass Ihre Mitgliedschaft bei uns so genussvoll und angenehm wie möglich wird. Ich gehe jetzt lieber wieder zu Patricia. Erzähl ich dir nachher. Lass uns nach Hause gehen. Nein, warte. Jessica hat uns zu Mittag eingeladen und ich möchte gern dahin gehen. Du sollst mitkommen. Also ich benehme mich hier sicher nicht kindisch. Wenn du unbedingt hier essen willst mit Jessica, dann tu's doch. Das tue ich auch. Vielleicht solltest du Mitglied werden, Patricia, damit du richtig in bist. Matt, bitte komm mit mir. Nein! Komm du mit mir. Jenny da? Ja, Schatz. Janie und Jimmy waren da und all die anderen Kinder. Ich habe ihnen bei der Vorbereitung für das Halloween-Fest geholfen. Hat das Schwimmbecken ein Sprungbrett? Mhm. Was ist denn, Patricia? Sie wirken so bedrückt. Wissen Sie, es ist ja wirklich schön hier. Und es gefällt mir. Ich wünschte nur, dass Matt ebenso empfinden würde. Was ist es bloß an diesem Ort, dass manche Angst davor haben? Wieso denkt Matt, er müsste uns gegenüber auf Abwehr gehen? Wieso denken Sie, wir seien so förmlich, dass wir die Clubregeln nicht ein bisschen umgehen könnten? Für jemanden, der so klar in unseren Club gehört. Miss Jones. Jessica. Jessica, ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Ich meine damit ja nur, dass wenn Sie Mitglied werden wollen und die Kinder auch dabei sein wollen, der Club ja auch mal eine Ausnahme machen könnte, von der Regel nur ganze Familien zu akzeptieren. Sie meinen, die Kinder und ich könnten auch ohne Matt Mitglieder werden? Ich wüsste keinen Grund, wieso nicht? Warum sollten die Kinder die Halloween-Party versäumen? Warum sollten Sie auf die Gesellschaft von Leuten verzichten, die Sie mögen? Wenn Sie noch mal darüber nachdenken wollen... Wann könnten wir eintreten? Patricia, Robbie, Chrissy, ihr werdet nun in den geheimen Kreis aufgenommen. Und mit diesem symbolischen Eintritt in unsere alte Quelle werdet ihr für immer auf euer bisheriges Leben verzichten, um euch einzufügen und unterzuordnen, dem exklusiven und fürsorglichen Schutz des Clubs. Wollt ihr alles aufgeben für den Club? Ja. Ja, das will ich. Geht jetzt hinein in die Quelle, um endlich ihre Kraft zu spüren. Nein, ich hab Angst. Chrissy. Brauchst keine Angst zu haben. Geh nur hinein. Das tut mir weh.
Fast hätte ich gedacht, weil schon alle Betten gemacht sind, ich sei im falschen Haus. Ich habe jetzt bloß noch Zeit für eine Tasse Tee. Du siehst gut aus. Danke, Schatz. Ich dachte, du hättest heute Morgen etwas extra Schlaf sehr verdient. Sehr rücksichtsvoll. Was ist denn mit euch los? Hast du den Wagen kaputt gefahren, als ich noch schlief? Es war irgendwas im Club. Ist einer von diesen Snobs frech geworden? Der Club ist ganz toll, hat uns gut gefallen. Wir wünschten, du ließest dich aufnehmen. Robby, lass Albert rein. Schatz, ich glaube, Albert fühlt sich ganz wohl da draußen. Komm rein, Albert. Na komm, hopp. Hey, was ist denn los? Hau bloß ab, du blödes Vieh! Und bleib ja draußen! Patricia, was tust du denn? Er hat offenbar vor irgendwas Angst. Verschreck ihn doch nicht noch mehr. Es tut mir leid, Matt. Aber er hat die Kinder so angeknurrt. Und da dachte ich mir, dass er vielleicht... Ich werde mal nachsehen. Nein, lass nur. Sonst kommst du noch zu spät. Geh nur. Ich fahre ihn zum Tierarzt, wenn du willst. Wahrscheinlich hat er nur was Falsches gegessen. Ja, okay? Verlass dich auf mich. Ich kümmere mich drum. Na schön. Es sah fast so aus, als hätte er vor euch Angst. Sei nicht albern. Viel Erfolg heute, Schatz. Ich kläre das mit Albert. Bis heute Abend. Mach mal eine Denkpause. Darf ich dich auf ein Bier einladen? Ach, nein, danke heute nicht, Tom. Hast du vielleicht irgendwas auf dem Herzen? Ach, nur so Familienkram. Wir haben auch schon über Familiäres gesprochen. Es ist nichts Gewaltiges, nur dass meine Frau und die Kinder mir heute früh wie Fremde vorkamen. Langsam kriege ich so ein Gefühl, als würden wir in verschiedenen Welten leben. Ich weiß, was es ist. Ich weiß auch, dass du das nicht hören willst. Aber deine Frau und deine Kinder wünschen sich, dass du Mitglied im Club wirst. Du weißt es wohl doch nicht. Ich meine, dass sie sich verändert haben, Tom. Sogar unser Hund hat sich verändert. Klingt ganz schön verrückt. Ach, Blödsinn. Sieh mal, mich hat's doch auch nicht verändert. Ich bin immer noch ganz der Alte. Der einzige Unterschied sind die Beförderung und die höhere Benzinrechnung. Denk drüber nach. Miss Winters? Hallo? Hallo, ist da Matt Winslow? Sie erinnern sich bestimmt an Mrs. Henderson, oder? An wen? Ach, an Grace, ja. Ich bin Walt, ihr Mann. Ich führe ein Tierheim und eine Tierklinik. Ja, sie hat mal erwähnt, dass ihr Mann Tierarzt sei. Es gibt etwas, über das ich mit Ihnen reden muss. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, dass ich Sie im Büro anrufe. Nein, nein, keineswegs. Eigentlich hatte ich ja auch schon vor, Grace anzurufen. Oh, bitte entschuldigen Sie, aber ich war einen Augenblick nicht an meinem Platz. Soll ich vielleicht diesen Anruf übernehmen? Nein, nein, schon gut, es geht schon. Es ist meine Familie. Sie können Feierabend machen, Miss Winters. In Ordnung. Auf Wiedersehen. Wo wohnen Sie denn? Thank you.
Mr. Henderson. Mhm. Schön hier. Nach meiner Arbeit eine Wohltat. Sagen Sie noch mal, was passiert ist. Also, Ihre Frau hat heute Morgen den Hund hierher gebracht. Sie sagte, Grace hätte Ihnen mal eine Visitenkarte von uns gegeben. Ja, ich erinnere mich. Die Karte lag auf dem Kühlschrank. Sie hat mir also das Tier hierher gebracht und gesagt, dass es ihre Kinder angegriffen habe. Und dass nun endlich damit Schluss sein soll. Endlich Schluss? Sie sagte, der Hund sei von Anfang an bösartig gewesen. Vermutlich habe er wohl einen Gehirntumor. Man könne ihn nicht mehr in die Nähe von Menschen lassen. Was? Sie sagte, ich möge sie von seinem Leiden erlösen, wie sie es formuliert hat. Das klingt gar nicht nach meiner Frau. Sie hat den Hund immer geliebt. Haben Sie es getan? Sie wollte dabei sein. Ich sagte ihr, dass ich so nun mal nicht arbeiten könne. Und sie sagte, dann müsse sie mit dem Hund woanders hingehen. Und sie betonte, wie gefährlich er sei und dass er eingeschläfert werden müsse. Also sagte ich ihr, dass ich es tun würde, sobald sie weggefahren sei. Ich sagte, einen anderen Tierarzt gäbe es hier weit und breit nicht. Ich habe gelogen, dass sich die Balken biegen. Das tue ich sonst nie. Aber da schon. Hey, Albert! Komm zu Herrchen, komm schnell. Na, wie geht's dir denn? Braver Hund. Nun sagen Sie mal selbst. Ist das ein von klein auf bösartiger Hund? Schatz, ich hätte dich gar nicht reinkommen gehört. Stimmt was nicht? Die Farben, die du ausgesucht hast. Ich dachte, du wolltest diesmal etwas Freundlicheres. Ach, das. Ich habe mit Jessica geredet und sie sagte, dass die Melancholie dieses Jahr in sei. Hattest du einen schweren Tag, Schatz? Patricia, wo ist der Hund? Du meinst Albert? Albert ist beim Tierarzt. Da war ich auch und hatte ein Gespräch mit ihm. Seine Frau ist zufällig meine ehemalige Sekretärin. Er hat mir erzählt, was du gesagt hast. Er hat mir erzählt, was du getan hast. Diese ganzen Lügen. Ich versuche, dir alles zu geben, was du willst, Matt. Ich versuche, eine perfekte Ehefrau zu sein, eine perfekte Mutter, eine perfekte Geliebte. Alles, was du willst und brauchst. Sei mal ehrlich, verlange ich denn wirklich so viel dafür? Doch nur, dass ich dich bitte, etwas mehr Zeit mit den Kindern und mir zu verbringen. Ich meine, entscheide dich lieber für uns als für einen Hund, der vielleicht tollwütig ist oder sogar noch Schlimmeres. Ich weiß es nicht. Matt, gib uns nur ein bisschen mehr von dir selbst. Wenigstens so viel, dass wir zusammenbleiben. Schließ dich uns an, Matt. Schließ dich uns an, bevor wir eine Familie von Fremden werden.
Na schön, Patricia. In Ordnung. Es wird alles wieder gut. Du hast mich zu Tode erschreckt. Alles in Ordnung? Ja, natürlich. Mir fehlt doch nichts. Was ist denn mit dir los? Ich fühle mich wunderbar, Schatz. Ich wollte dich nur aufziehen. Verstehst du das nicht? Pat. Ich will nur ein bisschen mit dir spielen. Was ist denn in dich gefahren? Ich will doch nur mit dir schlafen. Au! Schatz. Ich will nichts weiter als mit dir schlafen, Liebling. Das ist alles. Einfach nur mit dir schlafen. Patricia, bist du ohne mich in den Club eingetreten? Hallo. Walt, ich bin's, Matt Winslow. Sagen Sie, ist Grace schon wieder da? Sie ist tot, Matt. Was? Die Autobahnpolizei hat gesagt, dass sie vermutlich eingeschlafen ist. Ich weiß auch nicht. Sie ist von der Straße abgekommen, direkt gegen einen Baum. Mein Gott. Walt, es tut mir so leid. Der Wagen hat gebrannt. Es blieb nichts übrig. Völlig vergessen, dass heute die neuen Möbel kommen sollten. Kaum zu glauben, wie das die Atmosphäre des Hauses verändert. Augenblick. Das Klavier ist ja auch neu. Wir haben doch kein Klavier gekauft. Ist das nicht ein wundervolles Instrument? Hast du den tollen Klang gehört? Tja, da
Das ist nicht die Art der sanften Patricia, die du früher warst. Der sanften Patricia? Was hat mir das gebracht? Was hat das uns beiden gebracht? Das hier? Was ich haben will, Matthew, ist nämlich Macht. Die können wir haben, wenn wir dem Club beitreten. Dann haben wir die Macht zu bekommen, was wir wollen. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen gehen lassen. Jetzt höre ich aber auf damit. Von wem hast du das Klavier bekommen? Du wirst es nicht glauben. Um sich für die Missstimmung vor ein paar Tagen zu entschuldigen, hat sie es uns beiden geschenkt. Beziehungsweise mir. Miss Jones. Jessica, sie ist so unglaublich. Ja, unglaublich. Ich habe was gefunden, Matt, und möchte, dass Sie es lesen. Matt Winslow! Ich freue mich darauf, dass Sie bald einer von uns werden. Leitender Angestellter innerhalb Micro Digitech in den letzten 2 Jahren auf der höheren Führungsebene sucht. Befördert zum Vorstandsmitglied, befördert zum Leiter des Datenarchivs, befördert zum Hauptabteilungsleiter. Jeder wurde befördert. Wie viele waren Mitglieder des Steaming Springs Country Club? Alle. Lass bitte keine mehr davonfliegen. Wie geht's voran? Gut, sehr gut. Halt sie auf Trab. Miss Jones verlangt, dass wir pünktlich anfangen. Nächstes Wochenende sollen wir wieder. Würdest du mir mal verraten, warum du da oben rumsabbelst, wenn du arbeiten sollst? Du bist seit 20 Minuten oben und es ist nicht fertig. Ist das so schwierig oder was? Thank you.
Hoffentlich funktioniert es. Chrissy. Guten Abend, Daddy. Es ist schön, zu Hause zu sein, Chrissy. Nein, es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht schön, es ist nicht schön. Gar nichts ist schön, gar nichts ist schön. Magst du denn deinen Daddy nicht mehr? Lass mich in Ruhe! Chrissy. Du bist nicht meine Tochter. Sag mir, wo meine Tochter ist. Ich bin deine Tochter. Oh nein. Sie ist zu dieser Quelle hinabgestiegen, nicht wahr? Dort ist die gute Chrissy. Aber hier ist jetzt bloß die böse Chrissy. Die böse, böse, böse. Sag mir, wie ich sie wiederkriegen kann. Sag es mir. Kannst du gar nicht. Du würdest verbrennen. Lass mich in Ruhe! Lass mich los! Hau ab! Chrissy, hör auf damit! Hör auf, du tust dir weh! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich kenne bloß einen Weg, aber auf dem werde ich dich zurückholen. Chrissy? Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich hoffe, du verbrennst! Ich hoffe, du verbrennst! Thank you.
Was machst du damit? Tom, du bist es. Ich wollte gerade einen Test durchführen. Einen Test für den Anzug. Um 8 Uhr an einem Samstagabend? Du weißt ja, wie es heißt. In einem engstirnigen Verstand nistet sich der Teufel ein. Warum sehe ich dann Angst in deinen Augen? Du bist nicht einer von uns, Matt. Du hattest deine Chance und du hast sie verspielt. Du bist ein Verlierer. Tom? Wir sind die Sieger. Wir müssen die Verlierer loswerden. Mr. Peterson. Ah, tolles Kostüm. Wie läuft Ihr neuer Wagen? Ah, gut. Sehr gut. Ist die Party da drin? Ja. Nicht menschlich. Gehen Sie nur rein. Langsam. Wer ist da drin? Hallo, Larry. Ich bin's. Tom Peterson. Sind Sie verrückt, dass Sie diesen 10-Millionen-Dollar-Anzug nehmen? Hier tummelt sich doch, was in der Branche Rang und Namen hat. Ist die beste Möglichkeit, ein bisschen Werbung für den Anzug zu machen. Ist sowieso nur eine Attrappe, ist nicht der echte. Das ist ja wirklich ein Ding. Sie sind ein pures Verkaufsgenie. Hey, seht mal alle her, der ist Peterson. Lawrence! Ausgefallenes Kostüm, hä? Peterson kriegt bestimmt den ersten Preis. Es ist nicht Tom Peterson.
durch 2000 Grad. Glaubst du, deine Waffen können mir was anhaben? Es ist nur eine Sinnestäuschung, Leute. Mach deine Dummheit. Wenn du springst, bleibt von dir nichts mehr übrig. Was wollen Sie? Matthew, etwas musst du dir selbst gegenüber zugeben. Jeder, der Mitglied wurde im Club, jeder, der durch das Tor der Quelle hinabgestiegen ist, tat es freiwillig. Auch du kannst nur Macht besitzen und frei werden von dir selbst. Komm zu uns. Tu das bloß nicht! Geh nicht da rein! Nicht mal dein Anzug wird dich da drin schützen können. Matthew! Matthew! Thank you.
Tücher. Hörst du mich? Bitte sag was. Patricia. Sie ist von dir getrennt. Sie zu berühren ist gefährlich. Furchtbar gefährlich. Patricia, ich hole dich hier raus. Ich verspreche dir. Ich werde dich zurückbringen. Ich habe dich gewarnt, Matthew. Du solltest auf mich hören. Du wirst vernichtet, wenn du versuchst, zu ihr durchzudringen. Abgesehen davon ist es nur die schwache Patricia. Oh nein, das ist die gute Patricia. Was haben Sie getan, nicht wahr? Die ganze Liebe weggenommen. All die guten Menschen, die Mitglieder wurden im Club, haben Sie hierher geführt. Ich will die gute Patricia wiederhaben. Sie ist es kaum wert. Wenn du mich haben kannst. Oh, Matthew. Ich bin so dumm gewesen. Ich dachte, ich könnte dich mit Geld verführen oder mit einer Karriere. Was du wirklich willst, ist das Feuer. Du weißt, dass es so ist. Alles Geringere langweilt dich. Gib es zu. Du willst mich. Ich will meine Frau. Ich will meine Kinder. Ich will meine Familie. Ich kann dich verdammen, Matthew. Ich kann deine Seele hierher verbannen, wenn ich will, auf alle Ewigkeit. Ich glaube nicht, dass Sie das können. Sie haben es doch selbst gesagt. Alles, was Sie können, ist lügen und täuschen und verführen. Die Wahl haben also wir. Es kommt auf mich an. Patricia. Matthew! Patricia. Du musst dich erinnern, wie es war, als wir uns geliebt haben. Als jeder von uns für den anderen mehr war als irgendwas sonst. Patricia! Ich liebe dich! Matthew! 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 Ich liebe dich. Dad! Matt! Ich krieg keine Luft mehr! Geh nicht zu ihm! Robbie, ruf uns! Geht nicht zu ihm! Robbie! Sind wir gewesen, Matt? Schon gut. Wir sind wieder zu Hause, wir alle. Ich liebe dich. Komm her, Chrissy. Komm her. Unten beim Club. Wurde jemand verletzt? Keine Ahnung. Es ist eine Menge Feuerwehr und Krankenwagen dort. Komm, da
helfen, sie kriegen das Feuer nicht aus. Es brennt! Der Club brennt völlig runter! Matt. Alles hin. Ja, Schatz, da ist alles hin. Mein Häschen hat Hunger. Dann füttere es mal lieber, hm? Ja. Komm, komm, Robbie. Matt, kommst du auch rein? Ich komme gleich nach.